Die Geschichte der Weinbauschule Klosterneuburg ist untrennbar mit dem Stift Klosterneuburg verbunden. Im März 1860 begann erstmalig der Unterricht an der damals sogenannten Praktischen Schule für Weinbau und Obstzucht, die im heutigen Stiftsarchiv untergebracht war. Das aktuelle Hauptgebäude der HBLA liegt in Sichtweite des ersten Standortes im Stift. Hier findet seit dem Schuljahr 1877-78 der Schulbetrieb mit mittlerweile 180 Schülerinnen und Schülern statt. 140 von ihnen finden im nur unweit gelegenen Schülerheimplatz, das 2008 neu errichtet wurde. Am Versuchsgut Agneshof werden moderne und ressourcenschonende Möglichkeiten für die Produktion von qualitativ hochwertigem Traubenmaterial erforscht. Direkt anschließend an das hochmoderne Kellerwirtschaftsgebäude erstrecken sich die Versuchsweingärten auf 9 Hektar Weinbaufläche, davon 7 Hektar mit Rebenanlagen. Hoch oben über Klosterneuburg befindet sich das Versuchsgut Haschhof, auf dem auf 15 Hektar intensiv erforscht wird, wie gesundes und qualitativ hochwertiges Obst rentabel und umweltschonend erzeugt werden kann. Gegenüber, auf der anderen Donauseite in Langenzersdorf, werden am Götzhof auf insgesamt 12 Hektar Rebenfläche neue Rebsorten und deren Eigenschaften wissenschaftlich erforscht und gezielt gezüchtet. Der traditionelle Start in die Wein- und Obstbausaison erfolgt mit der Apfel- und Marillenblüte im Frühling. Starke Partner bei der Bestäubung der Blüten sind sowohl die Bienenvölker aus dem umgebenden Wienerwald als auch die hauseigenen Bienen aus dem internen Zuchtprogramm. Die HBLA und das Bundesamt Klosterneuburg sind auch ein beliebter Kooperationspartner bei führenden Technologieanbietern. Bei der alljährlichen Leistungsschau im Sommer wird sowohl Schülerinnen und Schülern als auch den Winzerbetrieben des Weinviertels die Möglichkeit geboten, die neueste Technik im Bereich Wein- und Obstbau kennenzulernen und sich mit den Herstellern direkt vor Ort auszutauschen. Die Trends der Automatisierung und Digitalisierung sind auch im modernen Wein- und Obstbau nicht mehr wegzudenken. Die Versuchsweingärten sind auch ein häufig genutztes Testareal zur Praxiserprobung neuer Technologien, auf das internationale Technologieanbieter gerne zurückgreifen. Neben der fundierten theoretischen Ausbildung ist auch der Praxisunterricht durch erfahrenes Lehrpersonal ein fixer Bestandteil des Lehrplans. Die schuleigenen Lehrweingärten werden dabei durch die Schülerinnen und Schüler selbstständig betreut. Bei der Pflege der umfangreichen Versuchsanlagen ist auch heute noch intensive Handarbeit notwendig. Daneben kommt aber auch modernste Technik zum Einsatz. Vor allem beim Pflanzenschutz, beim Rebschnitt und beim Mähen in den Versuchsgärten. Die Abteilung Rebenzüchtung gehört zu den in Europa führenden Institutionen auf dem Gebiet der Züchtung und Selektion von Rebsorten. Ihre Forschungsziele liegen in der Verbesserung der Gesundheit und der genetischen Eigenschaften sowie der Anpassung der Reben an den fortschreitenden Klimawandel. Im Obstbau ist bei der Ernte zumeist noch Handarbeit gefragt, um den Ernteprozess möglichst schonend zu gestalten und die bestmögliche Qualität sowohl für den Verkauf der Früchte als auch die weitere Verarbeitung zu verschiedenen Produkten zu gewährleisten. Ganz ohne maschinelle Unterstützung kommt man aber auch hier, vor allem beim Transport, nicht mehr aus. Neben Obstsorten wie Heidelbeere oder Marille liegt ein wichtiger Fokus auf dem Apfel. Hier erfolgt die Ernte ebenso per Hand, um die Äpfel möglichst ohne Druckstellen und Schäden zur weiteren Verarbeitung zu bringen. Jährlich werden so mehr als 100 Tonnen an Äpfeln von über 450 verschiedenen Sorten geerntet, darunter auch überaus seltene Sorten wie die Ananasrenette und der Ilzer Rosenapfel. Aufbereitung und Sortierung erfolgen dann wieder mit hochmoderner Technik. In der vollautomatischen Sortieranlage gelangen die Äpfel zunächst in ein Wasserbad und werden danach gewaschen und getrocknet. Ein Laserscanner vermisst jeden Apfel und ordnet ihn automatisch einer Größenkategorie zu. Die sortierten Äpfel werden abschließend in Steigen für den Abhofverkauf vorbereitet und im Kühlraum zwischengelagert. Die Abteilung Chemie widmet sich der Erforschung von chemischen Prozessen in der Weinherstellung. In den chemischen Labors werden jährlich über 13.000 Proben mit modernsten Analysemethoden untersucht.
Daneben funktioniert die Abteilung auch als ISO-zertifizierte Prüfstelle zur Qualitätsweinprüfung. In der Abteilung für Biologie wird intensiv zum Thema Mikrobiologie, Pflanzenschutz und Rückstandsanalytik geforscht. Besondere Schwerpunkte bilden das Erkennen von ökologischen Kreisläufen und neue Pflanzenschutztechniken für den biologischen und integrierten Anbau. Bei der Weinernte sind auch die Schülerinnen und Schüler eingebunden. Für sie ist die Ernte ein wichtiger Teil der praktischen Ausbildung. Sie kümmern sich um ihre Weinstöcke im Lehrweingarten und legen auch bei der Verarbeitung der geernteten Trauben selbst Hand an, sodass der gesamte Prozess der Weinverarbeitung im praktischen Unterricht abgebildet ist. Bei den übrigen Weingärten kommen überwiegend modernste Traubenvollerntemaschinen zum Einsatz. Dadurch können die über 20 Hektar an Weinbaufläche schnell und effizient abgeerntet und umgehend zur Weiterverarbeitung in das Kellerwirtschaftsgebäude am Agneshof gebracht werden. Neben dem Weinbau sind auch der Obstbau und die Obstverarbeitung wichtige Punkte im Lehrplan der HBLA. Um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die vielfältigen Möglichkeiten ihres zukünftigen Berufslebens vorzubereiten, wird im praktischen Unterricht eine Vielzahl an Verarbeitungsmethoden integriert. Dies ermöglicht den Schülerinnen und Schülern nicht nur den Erwerb der dafür notwendigen Fertigkeiten, sondern ebenso das Erlernen des Umgangs mit einer Vielzahl an speziellen Maschinen und komplexen Produktionsanlagen. Aber auch die Kreativität kommt nicht zu kurz. So können die Schülerinnen und Schüler beispielsweise in der Marmeladenproduktion unter fachkundiger Anleitung ihren kulinarischen Vorlieben Ausdruck verleihen und eigene Sorten kreieren, die dann auch im betriebseigenen Abhofverkauf für die Öffentlichkeit zum Erwerb bereitstehen. Nach der Weiterverarbeitung der Trauben und der Reifung zu erlesenen Weinen werden diese in einer vollautomatischen Abfüll- und Etikettieranlage in Flaschen abgefüllt. Somit wird gewährleistet, dass die hohe Qualität des Produkts auch unbeschadet zum Käufer gelangt. Der betriebseigene Abhofverkauf im Hauptgebäude der HBLA ist weit über die Grenzen Klosterneuburgs hinaus bekannt und versorgt sowohl Privat- als auch Gastronomiekundinnen und Kunden aus ganz Ostösterreich mit den Früchten und Erzeugnissen aus dem Betrieb. Besonders beliebt sind vor allem die seltenen Apfelsorten, die anderswo oftmals nur schwer zu bekommen sind. Aber auch die Marmeladen, allen voran die Marille, sind im Wiener Raum mittlerweile weit mehr als nur ein Geheimtipp. Den Abschluss der Weinbausaison bildet die traditionelle Weinsegnung im Spätherbst. Bei diesem jährlich stattfindenden Festakt wird unter Anteilnahme von Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Kultur der neue Jungwein des aktuellen Jahres einem Jahrgangspaten vorgestellt und auch erstmals der Öffentlichkeit zur Verkostung präsentiert.